Mist! Ich hatte den Punkt. Lisa? Was? Was will der denn? Wir haben doch schon seit Tagen nichts angestellt. Was gibt's, Gisa? Mein Neffe Donald will mich diesen Sommer besuchen kommen. Und? Ich habe keine Zeit für Kinder. Zeit? Sie machen überhaupt nichts. Sie haben viel Zeit. Sie sind im Ruhestand. Sagt wer? Ich baue Chateau Fontainebleau. Chateau was? Und ich habe bereits die Leute angerufen, die diese Fernsehsendung machen. Die besten Sandburgen der Welt. Ist gut, Gies. Raus damit. Was wollen Sie von mir? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Was könnte ich jemals von Gisa wollen? Ich möchte, dass du und deine Freunde, diesen Sommer mit meinem Neffen rumhängen. Und wieso sollten wir rumhängen mit ihrem Neffen? Als Gegenleistung bekommst du deine Videodrohne zurück. Wow, wir sind damit so hochgeflogen, dass wir dachten, wir hätten sie verloren. Nein, habt ihr nicht. Sie ist nur in meine Tulpen abgestürzt. Das tut mir leid, aber danke fürs Aufbewahren. Nicht so schnell, Kleiner. Du bekommst die Drohne nur, wenn ihr mir Donald vom Hals haltet. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Ah, ihr kriegt sie, wenn der Sommer vorbei ist. Nicht davor. Fingerschwur. Ist gut. Wir hängen mit ihrem Neffen rum. Wie schwer kann das sein? Das ist normalerweise der Moment, an dem wir euch zeigen, wie es super schwer wird. Nicht schlecht, Donald. Ja, ich spiele in der Schulmannschaft. Ich bin kein Anfänger mehr, aber es macht Spaß im Team. Ich muss sagen, Donald ist eigentlich ein entspannter Typ. Aber er könnte versuchen, mit geschlossenem Mund zu kauen. Ich verstehe nicht, wie er mit einem Griesgram wie Gisa verwandt sein kann. Das habe ich gehört. Vielleicht ist das Ganze echt nicht so schwer. Angelo, zeigt mir eure Stadt. Ich würde gerne meinem griesgrämigen Onkel entkommen. Das kann ich auch hören. Untersprochen. Yeah! Und das ist der Spielplatz, wo wir immer gekickt haben, als wir kleiner waren. Hey, und wie wär's mit einer Runde Stadtball? Braucht man dafür nicht einen Ball? Ein Stein tut's auch. Ich weiß nicht, Leute, das klingt gefährlich. Steine bringen Scherben. Komm schon, Cher, lass den Neuen das Spiel aussuchen. Lass es krachen, Donald! Seht euch mein Geschäft an! Furchtbar! Kathi, es tut mir so leid. Wir haben nur ein bisschen Stockball gespielt und... Angelo, lass mich sprechen. Du solltest dich nicht dafür entschuldigen. Danke, Donald. Es ist auch so, Sherwood sollte sich entschuldigen. Wie bitte, was? Es ist alles seine Schuld. Was? Wovon redest du da? Das ist nicht wahr! Was fällt dir ein, Sherwood? Sieh dir mein Geschäft an und meine Muffins. Die kann ich nicht mehr verkaufen. Deine Eltern können sich auf einen Anruf von mir freuen. Donald, das ist nicht wie... Hey, wer wirft mir noch einen Stein? Mal sehen, ob der Donald seinen eigenen Rekord bricht. Ich sagte bricht. Donald, das war echt gemein von dir. Gemein und schmutzig, so. Wieso sollte ich bestraft werden, wenn Sherwitz hier die Schuld kriegen kann? Sherwitz? Was habe ich dir getan? Wer macht denn sowas? Gisas Neffe, der macht sowas. Und dann sagte Donald, es sei Sherwood gewesen. Ja, der Junge ist echt ein Stinktier. Warum glaubst du, habe ich ihn auf euch abgewälzt? Was? Und denk daran, wir haben eine Abmachung. Und Geschäft ist Geschäft, wenn du mich fragst. Geschäfte können aber auch platzen. Nein, ich habe es auf Video. Und wir haben einen Fingerschwur gemacht. Damit ist es besiegelt. Der Handel steht. Ihr kümmert euch um den Donald. Wir können auf keinen Fall den Sommer mit ihm verbringen. Wir kriegen noch echt Ärger. Oder Schlimmeres. Aber wir haben zugestimmt. Wir? Wieso reden wir nicht nochmal mit ihm, erklären die Regeln und machen das Beste draus? Viel Glück dabei. Was geht, Nachbarn? Deine Chance, Angelo. Hey, hör mal, Donald. Wir haben nachgedacht. Vielleicht haben wir das falsch angefangen. Wirklich? Der Donald findet, es war ein krachender Start. Ich hab krachen gesagt. Ja, wir haben es verstanden. Du bist ein Tiger. Wow, ganz ruhig, Tiger. Nettes Skateboard, Donald. Wo hast du das her? Gefunden. Skateboards findet man nicht. Ja, es kommt mir bekannt vor. Augenblick, das ist doch mein Skateboard. Ich hab's ja auch in deinem Haus gefunden. Wir sehen uns zu den Rädern. Los! Wiesel hin! Da! Wow!
in Ordnung. Entspannung. Du kannst dein blödes Skateboard wiederhaben. Ich hab sowieso genug davon. Gib es mir. Nein! Ups. Wie dumm von mir. Das Spiel wird jetzt ernst. Donald, komm bloß meinem Chateau nicht so nah. Wo ist Angelo? Er sollte dich doch beschäftigen. Hey, Gies, was gibt's? Schön, schön, schön. Du hast dich endlich entschlossen, deinen Teil des Geschäfts einzuhalten. Wir gehen nur zum Laden, um die neue Demo von Flammenwerferhäschen 11 zu testen. Wir wollten fragen, ob der Donald mitkommen will. Das ist ja reizend. Ich bin sicher, er geht gern mit. Und wenn nicht, mache ich ihm Beine. Operation Rache geht los. Ich will mich entschuldigen. Tut mir leid, dass ich so ätzend zu euch war. Es ist schwer, mit meinem Onkel zu leben. Leute, vielleicht sollten wir die Rache überdenken. War ein Witz. Ich habe seit dem letzten Hausarrest nicht mehr so gelacht. Und es wird immer nur besser für mich und schlimmer für euch. Den schnappen wir uns. Zuschauerwarnung. Wenn ihr jetzt lieber wegsehen wollt, kann ich's total verstehen. Ich werf euch das nicht vor, denn jetzt wird die Sache schmutzig. Boah, Flammenwerferhäschen 11 ist viel härter als 10. Gib mal her, Scherwiesel. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ich bin ein echter Profi. Unser Plan ist einfach. Wir bringen Donald in so große Schwierigkeiten, dass Gieser ihn nach Hause schickt. Brennt! Brennt! Hey, wie in meinem Zimmer. Das stimmt. Ich hole den Sicherheitsdienst. Ist das der Junge, der Gang 5 verwüstet hat? Höchst persönlich. Alles klar. Sehen wir uns das Überwachungsvideo an. Wow, was ist das? Was klebt da auf der Kamera? Ich hab gesehen, wie er sein Kaugummi draufgeklebt hat. Ist das so? Sir, wenn Sie wollen, können Sie seinen Onkel anrufen. Zufällig habe ich hier seine Nummer. Nicht nötig. Zufällig habe ich alles gefilmt. Ich bewundere deine Arbeit, aber versuch nicht, den Meister auszutricksen. Ich dachte mir, dass ihr sowas Vorhersehbares versucht, also habe ich deine Videodrohne von Onkel Gieser geborgt. Wow, ihr habt echt Chaos verbreitet. Nun gut, du kannst gehen, Junge. Ihr anderen kommt mit mir. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, der Donald hat so viel Spaß mit euch gehabt, dass ich bei Gieser einziehe. Wir werden wohl Schulkameraden. Oh, du kleine ganz ruhig, mitkommen. Ihr habt einiges aufzuräumen. Und der Donald trumpft wieder auf. Mir ist egal, was wir tun, aber wir müssen den Donald loswerden. Wir müssen größer denken. Ich habe es. Ja, aber woher bekommen wir einen massiven Goldbarren? Wisst ihr, wir könnten ihn in eine Rakete sperren und schießen ihn in die Sonne. Rakete! Yep, der Donald würde uns das antun, hätte er eine Rakete. Das ist es! Eine Rakete? Wir müssen Donald nur mit Ärger anlocken. Das ist seine Achillesferse, seine Schwachstelle. Und diesmal müssen wir sicher gehen, dass Gieser ihn selbst erwischt. Der wird schneller nach Hause geschickt, als man sagen kann. Pass auf, dass dir die Tür beim Rausgehen nicht in den Hintern tritt. Niemals wird der Donald dem widerstehen. Wisst ihr, er tut mir beinahe leid. Nein, nicht wirklich. Da kommt er! Ich sagte, du sollst deine dreckigen Schuhe nicht im Haus tragen. Wasch sie ab und mach sie richtig sauber, bevor du wieder reinkommst. Du kriegst meine Dreckschuhe gleich zurück, Onkel Gieser. Komm schon, Donald. Du weißt, dass du es tun willst. Gieser, kommen Sie raus, schnell! Oh, mein Schloss! Meine Blumen! Donald! Onkel, ich kann's erklären. Erzähl das deiner Mutter! Scher dich nach Hause! Und Ende! Yeah. Ha, erwischt!
Nun, Angelo, Geschäft ist Geschäft. Hier ist deine Drohne. Gisa, sie ist kaputt. Entschuldige, der Donald hat sie in die Finger bekommen. Ich hab nie gesagt, dass du sie in einem Stück zurückkriegst. Ich bin nicht überrascht. Wie der Onkel, so der Neffe.